du hast es gerade super gesagt, Jan. Also es gab immer wieder auch hier in der Region wirklich tolle Talente, angefangen damals mit Christoph Aldens, Udo Kutscher und solchen Leuten, die in den 80ern, 70ern schon nah am Weltklasseniveau dessen waren, was im Schlosshof stattgefunden hat. Danach wuchsen auch andere Leute hier immer wieder nach, sind dann aber, die entschwinden dann in die langweiligen Städte, New York, Köln, Berlin. Und da geht man ja einfach unter. Das bringt ja gar nichts. Also es ist immer besser, noch Mörs zu kommen. Und man kann natürlich auch wirklich sagen, was hier in den letzten 15 Jahren passiert ist, wer alles hier in diesem Raum war als Gast, das ist schon wirklich, wir haben es noch nie gemacht, so eine Who-is-who-Liste. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja darum, dass man im Kleinen wirklich die Idee aufrechterhält, dass man auch rausgeht. Also das haben Leute gemacht, sind in Kitas und Schulen gegangen, haben mit Mörserchören und Kantoren gearbeitet, haben mit Bergleuten Sachen gemacht, interdisziplinär natürlich mit dem Schlosstheater, mit dem Peschkenhaus und den einschlägigen Kultur- und Kunsteinrichtungen und was, immer wieder kooperiert. Und jetzt sind wir einfach gespannt, was dies Jahr an neuen Aspekten, also Musikschule habe ich vergessen und noch vieles andere, aber dazu kommt. So. Ja. Ich hätte gerne mal das Alter der Teilhaben gewusst. Das braucht man nicht. Das ist in Ordnung. Fängt mal an. Ja, ich bin 31 Jahre alt. Sagst du mir nochmal deinen Vornamen? Steven Koch. STEVEL. Der Jan Krause. Nochmal, wie viel? 31. Das ist keiner mehr. Der Jan Krause ist 29 Jahre alt. Und ich bin Christopher Reetz, PH und Reetz, R-E-T-Z. Und ich bin 26. Seid ihr studierte Musiker? Ich bin studierter Musiker, die anderen beiden nicht. Er hat Tontechnik. Genau, Audio Engineer, also Tontechnik studiert. Und er macht Okay, danke. Wie lange kennt ihr euch denn schon untereinander? Gar nicht so unglaublich lange, tatsächlich. Wir haben uns 2018 oder so. Nee, ist cool, ja, nach Berlin gegangen. Ja, genau. Also tatsächlich irgendwie ganz zufällig über meinen Kumpel hier in Mörs. Genau, hier vorne. Tatsächlich, dieser besagte Kumpel ist dann auch, ne, einer dieser Kreativen, die nach Berlin gegangen sind. Da haben wir uns in der Küche kennengelernt. Und dann haben wir uns eigentlich regelmäßig hier dann bei den Residenzkonzerten gesehen. Das war, als Josephine Bode hier Improviserin war. Und da habe ich dann Christopher mit kennengelernt. Und eigentlich, wir haben uns mal für, was soll das gewesen sein, ein Organisationstreffen, eine Probe, irgendwas war es. Wir haben uns getroffen zu dritt und wir haben mal ein bisschen Musik zusammen gemacht. Und eigentlich sehr schön war dann, als Christopher irgendwann sagte, hör mal, wollen wir jetzt eigentlich, also er sagt nicht genau das, er sagt halt sinngemäß, hör mal, wollen wir jetzt eigentlich nur hier rumdudeln oder sollen wir eigentlich auch mal was planen? Und so war eigentlich die Idee geboren, unsere erste Veranstaltung für frei improvisierte Musik und freie Kunst und was auch immer im Landratsamt dann letztendlich zu organisieren, die auch Ende 2019 dann mit der Eva Marx im Kulturbüro zusammen organisiert haben. Das war eigentlich so der Startschuss für unser Wirken, sag ich mal. Ja, bitte einfach. Ihr werdet ja im kommenden Jahr bestimmt auch wieder die Schulen besuchen, wie alle eure Vorgänger auch. Ja. Und ihr lernt bisher nur akustische Instrumente kennen. Was denkt ihr denn, wie die Schüler und Schülerinnen auf die Elektronik reagieren? Ja, ich denke, das ist nur zeitgemäß. Wenn man jetzt noch im Musikunterricht rumsitzt und mit den gleichen Instrumenten wie vor 150 Jahren oder 300 Jahren oder wie auch immer rumklimpert, da kommen halt keine neuen Impulse. Deshalb könnte das vielleicht auch ganz interessant sein, mal Instrumente zu hören, die auch wirklich in der Musik stattfinden heutzutage. Nicht so hier sowas wie. Ja. Nein, ich mache mir da auch keine Sorgen. Also ganz im Gegenteil, ich glaube eigentlich, dass wir, dass da
junge Menschen oder vor allem junge Menschen im Schüleralter besonders empfänglich für sind. Ich merke das ja auch selber bei meinen eigenen Schülern beispielsweise. Und deshalb sehe ich da eigentlich eine ganz große Chance, irgendwie auch Kinder da auf anderen Wegen dafür zu begeistern. Weil es eben oft so ist bei Instrumenten, bei den akustischen Instrumenten, dass die Kinder dann oft irgendwie oder auch die Heranwachsenden dann auch schnell ein bisschen abgesteckt sind davon, man muss jetzt üben und so weiter und man muss das jeden Tag am besten machen und man muss auf die Technik achten. Und ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwie über so Wege, dass man denen zeigt, wie zum Beispiel eher, wie man auf dem iPad einfach mit ein paar einfachen Apps, die möglicherweise nicht mal Geld kosten oder dann am Ende vielleicht 27 Cent, dass man damit junge Leute ganz toll an Musik ranbringen kann. Eben auch an vielleicht experimentelle Musik, aber auch nicht experimentelle Musik. Aber man muss ja auch nur mal sagen, in der heutigen, eigentlich in allen Musikrichtungen sind ja auch eben die elektronischen Instrumente, die Synthesizer ja auch jetzt wieder besonders stilgebend und vorherrschend. Das ist ja auch völlig in Ordnung so. Deshalb sollte man den Leuten auch, den Kindern auch zeigen, wie das funktioniert. Also meine Frage zielt darauf, das Positive. Ja, natürlich. Ich denke nämlich auch, dass gerade ab 14, 15 interessiert dich ganz bestimmt für die Elektronikfrickler. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Ich meine, ich kenne das ja auch, diesen Wow-Effekt, wenn ich meinen Schülern das mitbringe und dann dieser Koffer hier aufgeht. Allein die blinkenden Lichter und die Maschinen an sich, die sind schon immer beeindruckend genug natürlich. Das kann ja aber auch ein Vorteil sein, dass es vielleicht mal spannender ist, sowas zu sehen auf den ersten Blick, als wenn man jetzt halt dem Kind eine Geige zeigt oder so. Dass vielleicht hier mehr Lust drauf hat, erstmal ein bisschen rum zu experimentieren. Genau, Drehknöpfe. Drehknöpfe, ganz genau, ja eben. Aber auch nicht nur Drehknöpfe. Also ich, wie gesagt, also mein primäres Instrument ist tatsächlich einfach ein Tablet mit Touchscreen. Und alles, was darauf funktioniert, funktioniert genauso gut auf jedem Mobiltelefon. Und das ist ja irgendwie was viele junge Menschen ja auch schon regelmäßig dabei haben und immer bei sich tragen. Da gibt es super viele Apps, die man benutzen kann, die auch, wie Jan schon gesagt hat, nichts kosten. Und das ist auch der Weg, wie ich da dran gekommen bin, dass ich einfach irgendwann angefangen habe, beim Telefon Musik zu machen, dann irgendwann mit dem Computer und mit dem iPad. Und ich glaube, das ist ein sehr niedrigschwelliger Zugang auch für Kinder und Jugendliche. Ja, und darum geht es uns eigentlich auch von vornherein, dass wir eigentlich zeigen wollen, dass Kunst und Kultur machen, erstellen, wie auch immer, eigentlich niedrigschwellig ist. Wo sie eigentlich nur trauen, so gesehen. Das ist bei uns ja auch anders so gewesen. Wir hatten ja auch keinen Plan von irgendwas und sind dann einfach ins Kulturbüro spaziert gegangen und gedacht, wir wollen irgendwas machen. Was das dann werden wollte, wussten wir dann auch noch nicht, aber es hat ja im Endeffekt funktioniert. Also, nicht nur ins Kulturbüro, ihr habt einfach keine Berührungsängste gehabt. Ihr habt in den letzten Jahren mit so vielen Leuten eigentlich von internationalen Rang einfach angequatscht und mit denen gespielt. Und das finde ich total super. Weil die hatten keine Chance quasi. Ja, das ist so. Vielleicht wäre jetzt die Gelegenheit nochmal, dass ihr ein kurzes Stück spielt und dann kann man mal überlegen, ob es noch Fragen gibt und sonst würden wir sagen. Das machen wir gleich, danke fürs Kommen, aber dann überlassen wir euch nochmal kurz das zerstörte Feld hier vorsichtig. Ja. Wenn jetzt jemand von der Stadt kommt, genau. Bauordnung. Thank you.
Thank you.